Man fühlt sich wie in einem sehr gepflegten Dschungel. Das beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut, wie man sich hier fühlt. Ja, also es gibt hier echt extrem viel Natur. Ihr hört auch schon Hühner und Hähne. Ja, ist echt cool. Aber wenn ihr hier hinkommt... Willkommen auf unserem Kanal. Wir sind hier in Singapur. Wir machen heute Sightseeing. Und wer das letzte Video geguckt hat, der hat gesehen, wie wir die Singapur-Attraktionen abgeklappert sind. Ja. In Marina Bay. Mhm. Heute dachten wir, so ein bisschen die Stadt zu erkunden. Also Sightseeing Nummer 2. Sightseeing Nummer 2. Und kurz vorab als Spoiler, die Stadt ist mega. Ja. Die Stadt ist wunderschön und unheimlich grün. Es wurde immer gesagt, ja, die ist grün, die Stadt, aber die ist unheimlich grün. Wahnsinn. Und sehr ruhig, muss man sagen, auch für eine riesige Stadt. Es ist sehr ruhig und es gibt immer irgendwo Plätze, wo man auch ja, Ruhe finden kann, chillen kann. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mit. Also, bleibt dran. Viel Spaß. Viel Spaß. Was hast du gerade gemacht? Ich habe gerade Kuchen bewundert. Kuchen bewundert? Ja. Videos und Stories gemacht für Kuchen. Ja, genau. Schmachtest du oder wie? Ja, schon. Also das fehlt mir voll hier, so richtig guter Kuchen oder irgendwie Snacks oder so, Desserts. Wir trauen uns ja seit Kopipi nicht mehr an Desserts ran. Ja, aber jetzt sind wir gerade in der... größten. Ich weiß gar nicht, ob es die größte, aber auf jeden Fall die innovativste, neueste, krasseste Mall hier in Singapur. Kleiner Feedback zum Mall. Also, sie ist schon krass, was die Läden angeht. Also, wer es sich leisten kann, bei Gucci, Dior und Chanel einkaufen zu gehen, der ist hier schon richtig. Aber so richtig catchen tut es uns irgendwie nicht. Also sieht jetzt nicht von der Mall an sich beeindruckend aus. Wer jetzt das nötige Kleingeld hat, der wird sich wohlfühlen. Aber für uns ist das jetzt mal nichts. Noch nicht. Ja, kommt noch. Garten von Singapur. Wir sind gerade auf dem Weg zum Orchideengarten. Genau, Orchideengarten. Genau. so spreche ich es immer, aber einfach nur als Job. Man muss echt sagen, der Garten ist wunderschön gemacht. Man läuft hier wirklich durch. Man fühlt sich wie in einem sehr gepflegten Dschungel. Das beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut, wie man sich hier fühlt. Ja, also es gibt hier echt extrem viel Natur. Ihr hört auch schon Hühner und Hähne. Ja, ist echt cool. Aber wenn ihr hier hinkommt, sprüht euch mit Mückenspray ein. Also ich glaube, ich habe heute schon wieder 10 neue Stiche dazu gekriegt innerhalb von 2 Minuten. Also schön einsprühen. Lifehack von uns. Lifehack, Lifehack. Das ist schon nicht so cool. Aber sonst wunderschön. Ja, und wir haben ja auch ganz, ganz viele Hinweisschilder gesehen, dass hier wohl Otter leben. Haben wir jetzt bisher noch nicht gesehen, aber ist irgendwie süß. Hier gibt es ein paar Steuergeräusche, wie ihr hört. Die müsst ihr jetzt bitte einmal ignorieren. Kurz zum Botanikgarten. Der Garten ist wirklich wunderschön. Hier gibt es wunderschöne viele Ecken. Wir hätten das echt nicht erwartet, in einer Millionenmetropole so viel Ruhe zu haben. Ja, also das, was wir vorher auch schon gelesen hatten über Singapur, dass es halt sehr grün ist und die Stadt sich wirklich Mühe gibt, auch ja, sehr viel Natur einzubauen, das findet man gerade hier auch im Botanischen Garten wirklich sehr. Also hier ist echt, wenn man so eine grüne Oase, Ruhe für sich in der Stadt suchen möchte, dann ist man hier echt richtig. Auf jeden Fall. Ja. Also? Daumen hoch! Empfehlung! Wir waren
waren gerade in einem Food Court. Genau, im sogenannten Tikka Center. Das ist quasi hier so in Little India so ein Hawker Center, also ja sowas wie so ein Food Court halt, wo man günstig essen kann. Und es war richtig, richtig lecker. Was haben wir gegessen? Naan, Butter Chicken. Was hast du gegessen? Naan, Reis Masala, irgendwie sowas. Aber es war mega lecker, hat sich auf jeden Fall gelohnt herzufahren. Mhm. Wir sind jetzt in Chinatown angekommen, einmal bei Nacht. Willst du noch was dazu sagen? Also wenn man mich versteht. Ja. Das sieht echt süß aus hier. Am Maskottchen von Singapur, der Merlion. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ist der Merlion eine Mischung aus einem Löwen, also ein Löwenkopf und ein Fischkörper. Und die Geschichte dahinter ist quasi die, dass Singapur früher als Fischerdörfchen angefangen hat. Deswegen also auch der Fischkörper. Und jetzt, also damals hieß die Stadt auch noch anders. Ihr könnt euch den Namen gleich einblenden, ich weiß es aber nicht mehr. Und jetzt heißt die Stadt ja Singapur und Singapur ist quasi auf Malaiisch Löwe und deswegen hat das Maskottchen dann diesen Löwenkopf gekriegt. Das ist die Geschichte von Singapur. Die komplette Geschichte. Was Ende. Anderes gab es nicht. Ende. Gerade hier an der Marina Bay. Ist das die Marina Bay? Das ist das Marina Hotel. Ich glaube auf jeden Fall, das ist Marina Bay. Ja, das ist jetzt unser letzter Abend hier in Singapur. Und die Stadt gefällt uns echt mega gut. Und wir müssen auch echt sagen, wenn wir jetzt nicht die nächsten Tage schon vorgebucht hätten, dann hätten wir definitiv noch eine Nacht verlängert, weil es gibt so viel zu sehen und wir haben noch längst nicht alles gesehen. Deswegen finden wir es eigentlich echt schade. Aber es war trotzdem ein wunderschöner Aufenthalt. Ich kann hier definitiv einfach nur zustimmen. Ich würde hier definitiv, also falls ihr mal hierhin fährt, fährt mindestens 3 volle Tage hier. Ja. Könnt ihr euch gar nicht alles angucken. Wunderschöne Stadt, unheimlich sauber. Oh ja. Du siehst hier nicht mal Straßenpenner, sowas gibt es hier nicht. Alles super zivilisiert. Also, falls ihr hier seid, falls ich hier mal hinkomme, genießt es. Genießt es. Ja. Wunderschön. Beste Großstadt, in der wir bis jetzt waren. Oh ja, sagen. Auf jeden Fall. Und wir waren schon mehreren. Aber das ist hier wirklich wunderschön. Genießt es. Das ist hier unser. So, okay. Also wir haben gerade eben den allergeilsten Apple Shop überhaupt gesehen. Guckt euch den mal an. Was ist das für ein geiler Apple Shop? Ein Apfel, der auf dem Wasser ist. Weil der ist geiler.